Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir versuchen das Kämmlerbord zu finden. Und da gab es eine Notiz. Hier bei Daten war das doch, oder? Nee. Zugang zum Kämmlerbord, da war doch. War das bei diversen? Genau. Notiz von Norris Connys. Ist noch mal. Da war ein Bild drauf, wie ich da reinkomme. War das Marvins? Nee, wie hieß denn das mit T? Ah. Kann man nicht Notizen, die man nicht mehr braucht, und weghauen? Ordner. Richies. Hier, Tusch-Notiz. Also, zum LKW. Eins, zwei, vier, drei, vier, fünf. Upstairs, also hoch muss ich, ja. Natürlich wieder in der Nacht, war ja klar. Wo bin ich jetzt? Hier, ich muss links rüber. Da oben ist es. Komme ich jetzt noch mal da hoch? Was ist denn dieser LKW, den sie beschrieben hat? Hä? Welches Gebäude bin ich jetzt? Dieses muss es sein. Also da hoch. Upstairs. Da sind Treppen. Ganz einfach. Und dann ins Gebäude hinein. Irgendwas? Schön beleuchtet mit Lampe, oh, ist dann da drüben. Ich höre ein, ich höre ein, ich höre ein, ich höre ein, ich höre ein. Wir sind hier nicht allein. Du hast dich ja echt locker geschlagen. Was für eine Verschwendung. Da bist du ja. Wer schießt denn auf mich? Dose dabei. Erstmal jetzt durchsuchen, Heftchen. Hier rieche ich Heftchen. Oder? Zumindest eine Knarre. Eine Kiste. Hier kann ich knacken. Ah ja, aber ich gehe eh nach innen rein, dann ist es eh wurscht. Oh, ein Fusionskern, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Kronkorken. Alles klar. Da geht's wieder upstairs. Ah, da ist wieder sowas. Ein Tresor. Hä?
Patronskis. Gut, haben wir einmal gebrauchen. Warum fuck? Wieder runtergefallen. Wo ist denn jetzt hier der Eingang? Hier geht's wieder runter. Hier ist nichts. Jetzt Terminal. Den Code kann ich nicht knacken. Nein, ich brauche eine höhere Stufe. Was bin ich denn da hierher gekommen? Aber was soll sich denn dann bitte öffnen? Fährst du im Sommer nochmal fort? Nee. Vielleicht noch Polen. Großurlaub. Polen vielleicht. Aber so richtig so Italienurlaub oder so, nichts mehr. Nein, kein Geldscheißer. Wenn ich irgendwo hinfahren. Vorsicht. Muss ich durch die ganzen roten Dinger durchlaufen oder was ist das? Was soll das heißen? Schenk diese Malerei nicht. 1 roter Strich, 2 roter Strich. So muss ich da die alle roten Striche in der Reihenfolge ablaufen, oder was? LKW vorbei, dann rüber zur 3. Zur 2. Ist das so ein Code oder was? Habe jetzt gar keinen Bock drauf, ehrlich. So ein Scheiß. Das ist der 5. dann. Und dann geht das Ding da an, oder was? Geh mal weiter vor. Ich glaube, das ist so ein Teil, wo was öffnet. Na ja, dann probieren wir das mal. Wenn nicht, dann werde ich die Folge gleich in die Tonne drehen. Kann ich das hier irgendwie hier laden, dass ich hier angekommen bin, dass ich nicht nochmal alles machen muss? Obwohl, ich habe die ganzen Ghule getötet. Dann probieren wir das mal. Also hier. Was ist denn hier noch schönes Schiffchen? Einfach mal neugierig auf Schiffchen gehen. Schade, dachte hier gibt es vielleicht was. Jetzt macht er gefallen. Geht hier unter und stirbt bitte nicht. Gut, dann probieren wir mal die Technik. Vielleicht hat er das was. Weil hier komme ich nicht mehr zurück. Na gut, okay. Also, das sind hier die Dinger. Diese roten. Habe ich jetzt gesehen? Hier vorne, oder? Den ersten, den wir aktivieren müssen, ist laut ist der hier im LKW, der zweite da hinten, dann den da vorne, dann den nach dem LKW.
Als wäre dann der hier. Das wäre der erste. Und der zweite. Komm jetzt hier nicht mehr raus. Der erste, der zweite. Ja, dann der hier. Und der dritte. Jetzt läuft die da durch. Oder hat das überhaupt was damit zu tun? Jetzt ist die durch den vierten gelaufen, oder? Das ist natürlich schlecht, wenn die mir nicht folgt. Ja, machen wir das Ganze nochmal. Wie kann man das umgehen, dass die da nicht durchläuft? Komm mal mit. Komm mal hier. Nicht da durchlaufen. Cool. Ins Wasser. Jawohl. Ja, das ist so ein kleines Rätsel, glaube ich. Aber wenn die dabei ist. Also hier durch. Dann ist es der Erste. Komm. Komm. Der Erste. Dann hier außen rum. Hier, komm, raus hier. Dann der zweite. Ist dann der hier hinten. Nein, jetzt geht sie wieder innen durch, dieses dumme Stück Dreck. Ah, scheiße. Wie komme ich hier wieder raus? Na bravo. Bin genauso dumm wie sie ins Wasser gefallen. Ach, keine Ahnung. Da ist eine Treppe. Ach, dann schaue ich mir lieber das Schiff an, das dämliche Rätsel. Einfach oben knacken. Aber gerade eine Luke. Oder ist es egal, ob die durchläuft? Vielleicht zähle ja nur ich. Was denkst du? Johannes! Ja. Was ja. Erzähl. Ist es egal, ob die da durchläuft? Vielleicht zähle ja nur ich. Ich habe das jetzt nicht verstanden, was du meinst. Mit dem Rätsel. Ja, ich blick da sowieso nicht durch. Warte mal, hier ist Nummer 1. Ich sage jetzt zu ihr einfach mal, die soll hier stehen bleiben. Komm her, ich kann sie. Komm mal hier, ja. Das sind so Lichtschranken, oder? Ja, ich glaube, das ist so ein Code. Was kann ich für dich tun? Warte da. Okay, ich bin dann hier. So, jetzt habe ich gesagt, sie soll hier warten. Okay, hier ist sie. Ich muss da immer vor die Füße schießen, gell? Nee, ich muss es sagen einfach nur. Ich habe einfach... Okay. Das war die erste. Das ist Nummer 1. Was haben denn die Lichtschranken zu sagen? Keine Ahnung, es ist deswegen so ein Code für diese Labor, glaube ich, dass man oben diesen Ding öffnen kann. 1.
Ach, dass du die in einer bestimmten Reihenfolge durchqueren musst, oder was? Ja, das ist die 2 hier, oder? Ein bisschen komisch. Ja, vielleicht stimmt's ja auch nicht, aber ich probiere da mal aus. Genau, das da hinten ist die 2. Jetzt wurde die hier. Ja, die hier. Das ist dann die 2. Die 3 ist dann da. Oben auf der Treppe. Wo ging es denn auf die Treppe rauf? Ach, da wo ich jetzt bin, genau. Und die 5 ist dann unten. Nee, die 3 ist hinten beim LKW, oder? Die 3 ist hinten an der Tür. Und die 4 ist dann hier und die 5 ist oben. Okay. Da muss ich hier rum. Und diesmal nicht ins Wasser fallen. Okay. Wenn ich hier durchgehe, löse ich den da hinten aus. Darf ich nicht? Keine Ahnung, ob das der Trick ist. Probier es einfach mal aus. Da ist die 3. Ja, aber wie komme ich da vorbei, ohne ihn auszulösen? Ja, hier sind die Kabel miteinander verbunden. Schau, das ist schon so ein Ding. Okay, dann die 3. Gut, das hat geklappt. Du musst da einfach bloß durchlaufen, oder? Ja, es macht piep, 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 piep. Oder muss ich länger stehen bleiben? Shit. Dann wird die ganze Anlage deaktiviert, oder was? Muss ich jetzt drin stehen bleiben? Ich glaube, das explodiert. Oder muss ich nur durchlaufen? Oh Mann, jetzt hast du mich wieder auf was gebracht. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt bleibe ich mal drin stehen, was passiert. Das ist die 4, oder? Ja. Oder muss man da durch? Naja, jetzt habe ich dich schon hinter mir. Und auch die 4. Die 4 ist das, oder? Vorne am Spitzen. Genau. Dann die 4. Ah, jetzt sind die aus. Jetzt ist er aus, ja, wenn du da stehen bleibst, ne? Nee, das ist die richtige Reihenfolge, glaube ich. Dass, wenn du den nächsten nimmst, ist der dann aus. Jetzt muss ich hoch zu 5. Jetzt schauen wir mal. Und dann... Der Lennox war da. Der Lennox? Oh, sorry. Ist er wieder weg? Servus, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Wo war denn die 5? Hier, genau. Ah, da ist der Eingang. Da geht die Tür hoch. Ja, dann gehen wir da mal rein. Hier, jetzt haben wir nur noch 10 Minuten. Egal. Wir haben das Rätsel gelöst. Ist doch mit den gar nicht mal doof. Halt, meine Tussi. Die muss ich auch noch holen. Kann ich die nicht so rufen per Pfeife? Mein Gott, es muss wieder runter. Pause. Ich mache eine Pause, bis ich... So, jetzt sind wir wieder im Labor. Sie müsste eigentlich... Oh. Ah, ich hab Zeitstempel. Okay, wann hat er den geschrieben? 007. Das ist fast eine halbe Stunde her. Komm schon! Den haben wir es gezeigt. Ah, ich bin da wieder am Looten hier.
Ja, alles schon erledigt. Alles mitnehmen. Hier gibt es bestimmt eine Hälfte. Nein, ich will nicht ins Labor. Wie lange warst du noch? Ja, schon noch. Bitte. Schon noch ein wenig? Ja, ja. Kann ich nur eins holen, oder? Ja, klar. Dann bin ich mal schnell unterwegs. Jupp. Voll gut verstecktes Labor hier mit Trick und alles. Oh, Öl, Öl ist immer gut. Jetzt was gucken, kochen, sie hockt da. Laborstations. Nein, nein, ach. War falscher Knopf. Wie lange der braucht, aus dem scheiß Labor rauszugehen? Chemikalanzug. Jetzt ist er nackt. Kein Chemikalanzug. Echt laborig hier. Da liegt noch einer rum. Noch drei erschossen, oder? Wie viele Labore? Er ist jetzt Labor, klar, denn die lauter Labore. Da liegt noch einer. Jo. So. Dann mal weiter hier. Oh, da liegt so eine kleine Puppe. Was sie alles hier haben. Da haben sie gepennt. Mit Teddybär haben sie gepennt, die bösen Buben. Schau mal hin, ein Teddybär. Und was hat er hier? Eine außerirdische Puppe, oder? Spielzeug außerirdischer. Ah ja, das sind die harten Jungs hier. Und hier auch noch Spielzeug. Gar nicht mal so unsauber, die Bude hier. Ah ja, und was soll ich jetzt hier? Mal Karte. Ist die Quest jetzt erledigt dadurch, weil ich es gefunden habe oder was? Richtig, um 18 Uhr mit Travis, ja. Ist die Quest fertig oder wie? Untersuche Trainings, sprich mit Nickname, die Silver Shroud, den Weg zur Tür, sprich Dings, folge den Trail, untersuche die Koordinaten, untersuche den Ursprung, finde das Passwort. Das war, ja, die Quest ist erledigt. Das war alles, hier einfach nur reinzugehen. Ach, gerne Zeitschrift oder irgendwas. Ganze Medics habe ich, ja gut. Ist kein Figürchen oder sowas? Mann, echt enttäuscht. Habe jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. Hm. Wieder da. Ja, da, ja, hier war nicht viel in dem Labor. Ey. Nix. Hab irgendwie erwartet, vielleicht. Ich habe echt wenig Figuren bis jetzt gefunden. Ey. Außer die Drogen, die hier herumliegen, die ganzen. Kann ich hier wieder raus jetzt? Oder muss ich hier wieder Passwort eingeben? Nee, Tür öffnen. Türsteuerung. Tür aufschließen. Ich dachte, hier gibt es doch irgendwie was. Noch eine Tür. Südboston. Da geht es in die Fischfabrik. Hä? Da war ich doch schon. Ach, das ist genau dieser eine Weg, da wo keiner hinkommt. Hier habe ich schon alles erledigt. Na dann.
Dann war das echt enttäuschend. Naja, wenigstens hat es ins Video reingepasst, komplett. Echt irgendwas übersehen? Komm, ich habe irgendwas übersehen. Schottweg, was hat Billing gemacht bei dir? Thomas, Ja. ich habe dir mal einen Link rüber geschickt über eine interaktive Map von Fallout 4, wo die Symbole dargestellt werden, wo du was findest. Nee, ich will das nicht. Das ist ja, kann ja gleich wieder Komplettlösung holen. Ja, hab gedacht, vielleicht hilft dir das was. Nee, das will ich überhaupt nicht. Ich will ja das erforschen. Ich will ja da nicht wissen, wo ich hinlaufen muss. Nee, das ist ja voll der Scheiß. Nein, 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 nein. Alles Nein, gut. nein, 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 Alles nein, gut. nein, 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 nein. So was machen wir nicht. Da findest du vielleicht eine Rüstung. Ja, die finde ich auch so. Wenn nicht, dann halt nicht. Das meint. Das meint. Ich weiß ja noch, wo eine ist, eine vierte schon mal. Da findet die schon durch Zufall beim Rumlaufen. Aber kurz Mappinger schauen, hier ist er. Da könnte man mal hochgehen, da hinten, oder? Geht's da hoch? Es ist doch Nachtsicht, was ich da habe. Oder ist es nur so ein... Ich tu die... Kann ich hier springen? Ich werde sterben, gell? Ich werde sterben. Nein, nein, nein. Oh Gott, was mache ich denn? Ah, okay. Okay, das war der schnelle Weg. So, mal gucken, mal schnell kurze Erkundung darüber, geradeaus. Aber ich glaube, hier habe ich schon alles erkundet. Komm, ich wieder nicht raus. Ich muss wieder außen rumlaufen. Hier. Böser Vogel. Hier war ich schon, gell? Da war ich hier schon mal drin, ja genau. Wenn wir immer in so Power-Rüstung-Banks da sind, dann denkt man immer, dass hier eine in der Nähe sein muss. Wo? Ja, da gibt es eigentlich nichts. Das ist genau das, wo ich schon war. Viel lieber. Wo war denn diese Straße nochmal hier? Ups. Hoppala. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, ich verwende doch immer alles, Mädel. Mich interessiert mal echt. Quatsch. Wer ist der? Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Wer bist du denn? Hallo. Weg da, Zivilist. Dieser Bereich steht unter eurem Schutz. Darf ich das da nicht nehmen? Doch. Zeitschrift, Zeitschrift. Kleines Figürchen. Hi. Keine Zeit, bin im Dienst. Aha. Und wo seid ihr? Was beschützt du denn hier, dieses Lokal oder was? Er sieht aber sauber gekleidet aus. Hey, Hey. jetzt gehörst du mir. Nein, 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 ich will gar keinen Stress. Bin schon weg.
Feigling, Feigling. Ja, ich will mich hier ein bisschen umschauen. Ich habe keine Lust, da drum zu ballern. Die habe ich schon mal vernichtet. Die kommen immer wieder. Nee. Kommt man denn da hoch? War die Autobahn übers Haus gebaut? Da kommt man nicht einfach so hoch, hä? Station, Bus Station. Da war ja schon mal. Hier muss ich ja noch alles erkundigen, hä? Erkundigen. Erkundigen, ja. Schon klar. Gell? Selbstvertrauen. Triff dich um 18 Uhr mit Travis. Umso mehr Sprachfehler. Genau. Also wir gehen schon mal nach Diamond. Na, Diddy, da müssen wir noch sein Selbstvertrauen hier erhöhen. Um 18 Uhr. Liebhaber, musst du... So überladen sind wir ja nicht. So viel gab es da ja nicht. So, Diamond City. Und dann sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao, wieder.